Mein Name ist Matthias Brückers. Ich bin Autor und Journalist und ich habe mein drittes Buch über 9/11 jetzt veröffentlicht, zusammen mit Christian Walter. Es heißt 11.09., 10 Jahre danach, der Einsturz eines Lügengebäudes. Ganz kurz, dass Sie sich vorstellen, wir sind ja eigentlich Kollegen, wir sind beide Journalisten, Sie sind aber eher von der Printfraktion. Für wen arbeiten Sie? Ich habe Ende der 70er, Anfang der 80er zu denen gehört, die Taz mitgegründet, aufgebaut haben, war da 12 Jahre Kulturredakteur, habe dann freigearbeitet, viel fürs Radio auch gemacht und habe einige Bücher geschrieben und saß am 11.09. eigentlich schon seit 3 oder 4 Monaten auch wieder an einem Buch zum Thema Verschwörungen und Verschwörungstheorien. Ich wollte das Thema sozusagen strukturell und systemisch analysieren. Was sind denn überhaupt Verschwörungen? Was sind Verschwörungstheorien? Und wie werden sie verwendet, eingesetzt? So, es sollte so eine Art Metatheorie der Verschwörungstheorie werden. Und dann klingelt das Telefon um, ich glaube, es war 2:30 oder so bei uns, sowas, oder 3 Uhr, und sagt ein Freund, schalt mal schnell die Glotze ein, da ist was in New York passiert. Und ich, wie alle Welt, dann sitze dann ein paar Stunden erstmal vor dem Fernseher, bin erstaunt und höre dann aber schon nach 50 Minuten oder so das erste Mal den Namen Bin Laden. Und innerhalb der nächsten Stunden hat sich dann Bin Laden von der ersten Erwähnung zum möglichen Verdächtigen, zum einzigen Verdächtigen, das ging also alles so ganz flugs, irgendeine andere Hypothese wurde auch nie genannt. Und ich hatte mir gerade am selben Morgen notiert, Verschwörungstheorien haben die Eigenschaft, dass sie komplexe, schwer verständliche Ereignisse auf einfache Ursachen reduzieren und deshalb gerne als Propagandamittel verwendet werden. Das war meine Notiz an diesem Morgen und an dem Gedanken war ich am Schreiben. Und als ich jetzt das im Fernsehen sah und es also schnell Bin Laden kam, dachte ich mir, hallo, einerseits Überraschungsangriff und unvorstellbar, war ja auch für alle, sowas war noch nie passiert, Flugzeuge in Hochhäuser, die stürzen ein. Und dann weiß man aber schon nach 1-2 Stunden, wer es war und es kommt auch überhaupt nichts anderes mehr aufs Tapet. Und das hat mir quasi nach 2 Stunden erstmal nur vom Bauchgefühl. Ich habe ja keine Ahnung gehabt von den ganzen Ereignissen zuvor. So wie alle Fernsehzuschauer saß ich nur davor. Und das Bauchgefühl sagte mir aber, hier stimmt was nicht. Ich habe mich dann hingesetzt und habe erstmal einen Kommentar geschrieben am nächsten Morgen, dass das merkwürdig ist. Der Kommentar hieß Verschwörungstheoretische Anmerkungen zu einem Terroranschlag. Der drückte nichts anderes aus als meine schnelle Entscheidung, hier irgendwie die Geschichte da nicht abzukaufen, die da erzählt wird. Das hatte damit zu tun, dass ich mich ein halbes Jahr mit diesem Thema vorher beschäftigt hatte, untersucht hatte, wie werden Verschwörungstheorien eingesetzt, wie werden Sündenböcke konstruiert. Und ich hatte sofort den Verdacht, hier passiert sowas. Und von daher diese schnelle Reaktion. Ich habe dann in den nächsten Tagen noch einige weitere Kommentare geschrieben, als dann Fundstücke auftauchen, also Merkwürdigkeiten. Ich habe dann darauf geachtet und aus diesen Texten ist eine Serie entstanden von 62 Folgen im Online-Magazin Telepolis. Und im Frühjahr 2002 habe ich daraus das erste Buch gemacht. Das hier ist jetzt das dritte Buch, passt ja auch super, 11. September, 10 Jahre danach, ist ein klassisch rundes Datum. Ich möchte mit Ihnen über dieses Buch sprechen, das heißt, dieses Buch hat ja, glaube ich, 38 Unterkapitel oder so. Wir werden nicht alle Kapitel durchgehen, aber so 2, 3 Fragen sind auf jeden Fall auf der Fahne, wo man einfach auch drüber reden kann. Bevor wir über dieses Buch sprechen, vielleicht mal für alle, weil Sie immer wieder Verschwörungstheorie auch sagen, was ist denn im Moment so die, nachdem jetzt auch Osama Bin Laden getötet wurde, auch wenn ohne Bild, was ist denn im Moment so die offizielle Version, was am 11. September passiert ist? Was ist so die offizielle Version? Die offizielle Version ist nach wie vor die, dass Bin Laden aus einer Höhle in Afghanistan dieses Ganze organisiert hat, dass er seine 19 Kombattanten, Studenten losgeschickt hat und dass die ohne irgendwelche fremde Hilfe am Boden und innerhalb der USA nur mit 19 Teppichmessern bewaffnet diese Tat begangen haben und mit 2 Flugzeugen die Hochhäuser getroffen haben, aber 3 Hochhäuser
Häuser sind eingestürzt. Und Bin Laden, den wir jetzt, wir, also die Amerikaner behaupten, jetzt entdeckt und getötet zu haben, der ist der eigentliche Hauptverantwortliche. Die ganze Geschichte beruht im Wesentlichen auf dem 9/11 Commission Report, der 2004 erschienen ist, also dem offiziellen Untersuchungsbericht der US-Regierung. Dieser Bericht, den haben wir uns für dieses Buch jetzt vorgenommen und die knapp 600 Seiten studiert und müssen feststellen, das konnte man damals schon feststellen, aber jetzt kann man es noch viel deutlicher, dass das eine lupenreine Verschwörungstheorie ist. Was ist eine Verschwörungstheorie? Es ist ein Verdacht, der sich auf einigen Indizien oder Hinweisen baut, aber der keine definitiven Beweise hat. Vor Gericht, wir leben in einem Rechtsstaat, brauchen Sie einen Beweis, wenn Sie irgendetwas durchsetzen müssen, und zwar einen, der den Richter und auch noch die Jury oder die Schöffen überzeugt. Also praktisch, wenn Mord, dann will ich auch die Leiche sehen. Dann will ich eine Leiche sehen oder dann will ich eine Tatwaffe sehen und dann will ich wissen, dass der Täter diese Tatwaffe benutzt hat und an dem Tag da den Schuss abgegeben hat. All das, was forensisch, also für ein juristisches Verfahren benötigt würde, das kommt in diesem 9/11-Abschlussbericht überhaupt nicht vor. Der genügt also keinerlei staatsanwaltschaftlichen Kriterien, die es braucht, um ein Verbrechen A zu ermitteln und dann einem Richter vorzulegen zur Entscheidung, was jetzt nun zu geschehen hat mit dem. Da kommt auch schon meine erste Frage, nämlich was ist denn das Ziel eigentlich dieses Buches 10 Jahre nach dem 11. September? Das Ziel des Buchs ist eigentlich, das Buch stellt keine Theorie auf, wer es getan hat, sondern das Buch belegt in 38 Kapiteln, dass die offizielle Legende von vorn bis hinten falsch sein muss. Und das Buch hat zu jedem Kapitel die Zeugen und das Beweismaterial, also Dokumente, die zurückgehalten werden oder eben Zeugen, die gehört werden müssen. Ein Beispiel, zwei dieser Hijacker haben in San Diego gelebt, wurden dort betreut von einem Menschen, einem arabischen Menschen, der aber lange in San Diego schon lebte. Und nach dem 11.09. stellte sich raus, dass dieser Vermieter, bei dem sie im Haus gewohnt haben, ein FBI-IM war, ein Informant der Polizei. Da wollte die 9/11-Kommission, die das Verbrechen untersuchen wollte, natürlich den Mann mal hören und sagen, hier, du hast da ein Jahr lang diesen zwei Typen in deinem Haus Zimmer vermietet, sag mal aus. Der hat keine Aussagegenehmigung bekommen. Das würde gegen die nationale Sicherheit gehen. Also aus Gründen der Sicherheit durfte dieser Mann zum Beispiel nicht aussagen. Da gibt es ein Dutzend Beispiele. Und die gehen wir jetzt auch mal ein bisschen durch. Das Buch ist ja knapp 300 Seiten stark, kann man sagen. Hinten werden sehr viele Quellen genannt. Es heißt 11.09. Man sieht hier auch eben die 11 sind zwei große Zahlen. Sieht aus ein bisschen wie die ehemaligen World Trade Center. 10 Jahre danach der Einsturz eines Lügengebäudes. Herr Bröckers, Sie haben das Buch zusammen mit Ihrem Kollegen Christian Walter geschrieben und lassen Sie uns einfach mal anfangen, so ein paar Kapitel mit 2, 3 Fragen, die ich habe, einfach mal durchzugehen. Die Kommission, diese 9/11-Commission, wie kam die zustande? Wollte die Regierung, die 2001 direkt nach diesem Terroranschlag selber in die Welt setzen oder wie kam es dazu? Nein, das ist ja schon der allererste Punkt. Normalerweise, wenn solche Katastrophen oder Verbrechen in diesem Ausmaß geschehen, dann setzt eine Regierung innerhalb von Tagen oder spätestens Wochen eine Untersuchungskommission ein. Das ist völlig üblich. Und dann tagt diese Kommission und ermittelt und untersucht und dann kommt nach einer Weile, manchmal auch erst nach einem Jahr, je nachdem wie viel das ist, kommt ein White Paper, in dem dargelegt wird, was ist da passiert und wie müssen wir künftig reagieren, um solche Katastrophen zu vermeiden. Die Bush-Regierung hat nun etwas vollständig anderes getan nach dem 11. September, nämlich sie hat den Forderungen, die dann auch relativ schnell kamen, ja, das muss jetzt untersucht werden, geantwortet, nein, das können wir jetzt nicht untersuchen, das würde uns ablenken und abhalten, wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um künftige Terroranschläge zu vermeiden. Der schon geschehene Terroranschlag, da können wir uns jetzt leider nicht drum kümmern. Das hat natürlich die Opferangehörigen, die Menschen, die tausenden von Familien, die dort betroffen waren, entsetzt und haben gesagt, wie, das kann doch nicht sein. Es gab dann eine massive Kampagne dieser Opferangehörigen, vor allen Dingen von einigen Witwen
aus Jersey, die sogenannten Jersey Girls, die sich da sehr engagiert haben und darauf bestanden haben, dass das offiziell untersucht wird. Und es hat dann sage und schreibe 15 Monate gedauert, bis sich die Bush-Regierung erbarmt hat, solch einen Ausschuss einzusetzen. Also die wollte das nicht machen? Die wollten das gar nicht machen. Wenn diese Frauen, die die Opferangehörigen organisiert haben, nicht gewesen wären, hätte es wahrscheinlich bis heute so eine Untersuchung nicht gegeben. Mein Name ist Matthias Brückers. Ich bin Autor und Journalist und ich habe mein drittes Buch über 9/11 jetzt veröffentlicht, zusammen mit Christian Walter. Es heißt 11.09., 10 Jahre danach, der Einsturz eines Lügengebäudes. Kommen wir mal auf den Chef dieser Untersuchung. Wer ist denn dieser Chef eigentlich gewesen? Der ursprüngliche Chef, das sollte Henry Kissinger werden. Der schied aber aus wegen einer Frage. Der schied aus wegen einer Frage, die dann diese vier Frauen ihm gestellt haben und gesagt, Herr Kissinger, Sie haben doch ein internationales Beratungsbüro. Stehen bei Ihnen in der Kundenkartei zufällig Familien namens Bin Laden? Und Kissinger war sich gerade den Kaffee am Einschenken und lässt die Tasse fallen vor lauter Schreck. Und 2 Stunden später schickt er ein Fax ans Weiße Haus, dass er den Job nicht annimmt, weil er will nicht die Klienten seiner Firma publizieren. Also Kissinger fiel aus, dann hat man handverlesen 2 Senatoren sich gepickt und einen Geschäftsführer, also den eigentlichen sozusagen Chefredakteur auch des 9/11-Reports ausgesucht, Philipp Zelikow, einen ehemaligen Mitarbeiter und engen Freund und Kollegen und Co-Autor von Condoleezza Rice, der nationalen Sicherheitsbeauftragten. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ich bin der Sicherheitsbeauftragte hier für dieses Haus und in diesem Haus wird eine Bombe gelegt und das muss jetzt untersucht werden und dann wird einer meiner Kollegen, einer meiner Freunde wird eingesetzt, diese Untersuchung zu leiten. Da würde doch jeder gleich sagen, aber hallo, so geht's ja nicht. Zelikow ist in dem Kapitel, haben wir es ganz schön rausgearbeitet, er ist ein Professor, Historiker an verschiedenen Universitäten und Spezialist für öffentliche Mythen. Also, und er hat ein Werk geschrieben, darüber, wie man öffentlich Mythen inszeniert, wie man sie baut, welche Rolle sie spielen für die Politik. Also als ich das bei den Recherchen zu Zelikow denn auch nochmal im Detail nachgelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja irre. Der Mann ist ein absoluter Fachmann, genau für das, was er in meinen Augen mit dem 9/11-Report getan hat, nämlich ein Narrativ, eine große Geschichte, eine Erzählung, einen Mythos in die Welt zu setzen, der seitdem für die Realität genommen wird und für das, was offiziell am 11.09. geschehen ist. Herr Brückers, kommen wir auf die Geschichte, ich nenne es einfach mal Story, auf das Drehbuch 11. September, so wie es in dem Commission Report drinsteht und in sehr gekürzter Fassung von Ihnen in Ihrem Buch 9/11 auseinandergenommen wird. Wir kommen mal auf Kapitel 4. Da heißt es, der Kopf Osama Bin Laden. Osama Bin Laden hat ja wohl wenig später nach den Terroranschlägen eine Interview gegeben einer pakistanischen Zeitung. Das ist ja praktisch nicht bekannt. Wie kam das dazu? Er hat mehrere Interviews in den ersten Tagen oder Wochen danach gegeben, pakistanischer Zeitung, auch dem Fernsehen. Es gibt ein Fernsehinterview mit Bin Laden, was man aber jetzt auch wahrscheinlich in den ganzen Bilderorgien zum Jahrestag dann wieder nicht sehen wird, wo er sagt, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Bin Laden ist dann erst im Dezember 2001 wieder aufgetaucht in den Medien mit einem Video, wo er ziemlich anders aussieht als vorher. Arabisten der Universität Hamburg haben die Übersetzung, die mitgeliefert wurde von CNN, dessen, was er da arabisch einem Besucher erzählt, überprüft. Dieses Video wird ja offiziell als ja das Geständnis bezeichnet. Da hat Bin Laden ja angegeben, dass er genau wusste und die Türme und dass sie einstürzen würden und so. Die Leute, die die Übersetzung gecheckt haben, sagen, da ist von Geständnis überhaupt keine Rede. Das ist sehr zweifelhaft übersetzt hier. Aber man kann davon ausgehen, dass der echte Osama Bin Laden, es scheint ja mehrere zu geben, dass der damals die Medien genau verfolgt hat und sich gefragt hat, der hat also gesehen, wie er im amerikanischen und weltweit im Fernsehen angeschuldigt und hat sich tatsächlich zu Wort, Entschuldigung, auch wenn ich vielleicht gern gewesen wäre, aber ich habe damit nichts zu tun. Genau, so war es. Ja, er sagt, ich war es nicht. Ein Terroranschlag, ein so gut vorbereiteter Terroranschlag, der so super präzise abläuft von 19 Attentätern, die unwahrscheinliches Glück hatten, sage ich jetzt mal, der kostet ja Geld, der muss ja finanziert werden. Was steht denn eigentlich über diese Finanzierung, die da irgendwo stattgefunden hat, in diesem Report drin? Follow the money, also guck mal, wo das Geld herkommt, ist ja immer eine gute Strategie, wenn man rauskriegen will, wer steckt irgendwo dahinter. Also da, wo derjenige, der profitiert,
profitiert oder der Kohle macht. Erstaunlicherweise auf den 600 Seiten des Commission Reports steht dann irgendwo, wir haben die Finanzierung der Anschläge nicht weiter untersucht, weil das sei nicht relevant. Das steht im Commission Report. Es sei nicht weiter wichtig, wo das Geld herkommt. Mich hätte aber sehr, sehr interessiert, die Meldung zu verifizieren und zu klären, dass Herr Mohammed Atta 100.000 Euro gekriegt haben soll aus Pakistan von einem Mitarbeiter des pakistanischen ISI, des Geheimdienstes da. Der damals ja in Washington gefrühstückt hat mit jemand. Der am 11.09. der Chef des ISI mit amerikanischen Geheimdienstsenatoren beim Frühstück saß. Kommt denn dieser Geheimdienstchef im Report vor? Nein, der kommt nicht im Report vor und Condoleezza Rice, die Sicherheitsberaterin, wurde denn in einer Pressekonferenz, es gibt ja schon noch ab und zu mal einen Journalisten, der dann eine wirkliche Frage stellt bei diesen Konferenzen, die wurde gefragt, ja hier General Mahmoud, der ISI-Chef, war doch am 11.09. hier, ich weiß von nichts, hat sie gesagt. Also sie hat abgestritten, dass der überhaupt da war. Kommen wir mal auf Kapitel 6. Es gibt ja einen Verbindungsmann, der auch wesentliche Teile des Reports quasi liefert, auch wenn er selber nicht da war. Khalid Scheich Mohammed, den meisten überhaupt kein Begriff, weil er in einer Maschine saß. Wer ist das? KSM, kürzen wir ihn ab, Khalid Scheich Mohammed. September 2002, nach den Anschlägen, hat man den in Pakistan angeblich erwischt. Es hat ihn seitdem kein Mensch mehr gesehen. Der sitzt angeblich in Guantanamo und ist... Hat dort gestanden? Hat dort nicht nur gestanden, er hat noch viel mehr als den 11.09. gestanden. Also der Typ ist der Kronzeuge des gesamten offiziellen Narrativs. Wie viel Prozent dieses Reportes sind quasi von ihm als Geständnis im Report drin? Wir haben da mal so grob nachgezählt von den Quellen, die im Report also jeweils angegeben sind. Es stammt ein Viertel von Khalid Scheich Mohammed. Und zwar in den Kapiteln, wo sozusagen die Vorbereitung und der Hergang, also wirklich die ganze Täterschaft und Hintermännerschaft dieses Verbrechens erzählt wird. Wurde denn dieser Scheich tatsächlich auch mal vorgeladen? Und wie wurden denn die Geständnisse eigentlich zutage gefördert? Den Mensch hat seit dem 11. September 2002, als er verhaftet wurde, angeblich, da gibt es aber auch kein Foto, das heißt, es gibt ein Foto von seiner Verhaftung, da ist er aber nicht drauf, seitdem keiner gesehen. Und es ist herausgekommen, vor 4 Jahren schon oder so, dass man Khalid Scheich Mohammed insgesamt 183 Mal mit Waterboarding behandelt hat, gefoltert hat. Also unser einer würde schon nach dem zweiten Waterboarding wahrscheinlich alles aussagen. Alles aussagen, was die Folterer hören wollen. Das ist ja seit dem Mittelalter, seit der Inquisition, die wir hier mal hatten, bekannt, dass man unter Folter keine glaubwürdigen Geständnisse herausbekommt, weil der Mensch, der gefoltert wird, alles zugibt, was die Leute hören wollen, damit sie nur aufhören. Also, KSM hat nach dieser Behandlung in Anführung dann genau das ausgesagt, was man hören wollte. Dann hat die 9-11-Kommission gesagt, ja, aber wir sollen jetzt den Abschlussbericht machen, wir müssen doch den Kronzeugen nochmal hören. Das wurde gesagt, nein, das geht nicht, also ihr könnt den nicht hören. Da haben sie gesagt, wir schicken mit verbundenen Augen einen Mitarbeiter, ihr könnt in dem Hubschrauber irgendwo hinfahren, wir wollen gar nicht wissen, wo der ist, wir wollen nur mit ihm sprechen und ihn fragen, wir haben einige Fragen hier, nein, das geht nicht. Ja, dann wollen wir mit den Leuten sprechen, die ihn verhört haben, die mit ihm face to face diese Aussagen, nein, das geht auch nicht. Also, im 9-11-Report, der beruht zu einem Viertel auf Aussagen von Khalid Scheich Mohammed, diese Aussagen beruhen aber auf Protokollen, die der 9-11-Kommission in die Hand gedrückt wurden und sagen, hier, das hat er ausgesagt. Also, warum hat sich denn die Kommission das eigentlich gefallen lassen? Warum nicht auf den Tisch geschlagen? Entschuldigung, so läuft das nicht. Und da ist auch die Presse bemüht. Was passiert denn hier mit uns? Hier wird ja manipuliert. Die 9-11-Kommissionäre waren ja von Bush handverlesene, willige Kombattanten. Als ihnen dann aber klar wurde, dass sie hier auch nur letztlich missbraucht werden von der Regierung. Sie haben doch daran geglaubt, etwas rausfinden zu können. Am Anfang haben sie sich vielleicht, also ich weiß nicht, ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie so naiv waren, aber vielleicht waren sie so naiv, dass sie geglaubt haben, wir kriegen ja wirklich Kompetenzen, um hier Leute vorzuladen. Die hatten auch keine Kompetenzen, um jemanden vorzuladen und unter Eid aussagen zu lassen. Also das haben sie am Anfang noch geglaubt. Hinterher schreiben die beiden, Keane und Hamilton, dann in ihrem Buch, im Vorwort, was
was Sie dann über Ihre Arbeit in der Kommission schreiben. We were set up to fail. Das heißt, wir waren zum Scheitern verurteilt. Warum waren wir das? Wir waren, sagen Sie selber, eine Weißwaschkommission. Wir sollten Schaden von dieser Regierung fernhalten. Es gibt ja zahlreiche Beweise, wo Sie schreiben im Buch, dass diese Beweise, also zum Beispiel Stirnbänder, die da auftauchen, die nicht verbrannt sind, oder Pässe, die irgendwo rumgelegen haben. Was sind denn das für Beweise, auf die man immer wieder sagen kann, Entschuldigung, hier ist, sind doch Beweise. Was sind das für Beweise vom 11. September? Kam ja am zweiten Tag nach den Anschlägen, am 13. die Meldung dann durch alle Medien, und sie wird seitdem weiter erzählt, dass am Flughafen in Boston ja zwei Taschen von Mohammed Atta stehen geblieben sind. Was man in den Taschen alles gefunden hat. Und da war denn sein Testament drin, da war denn Koran drin, da waren denn Anleitungen zum Fliegen von Flugzeugen drin, da war auch seine Meldebescheinigung der Universität Hamburg-Harburg drin. Und lauter solche Sachen, wo man sich fragt, hallo, der Typ ist irgendwie der Chef von einer super fitten kriminellen Bande, die diese grauenhaften Anschläge ausführen wollen, aber er nimmt in seiner Reisetasche lauter Zeug mit, was ja dann mit ihm im Flugzeug normalerweise verbrannt wäre. Die Tasche sollte ja mit in den Flieger. Jetzt ist ausgerechnet die Tasche eine einzige von allen anderen Passagieren, das Gepäck wurde ja befördert, eine einzige Tasche bleibt stehen und da ist all dieses Zeug drin. Da haben schon in den Tagen danach, als das kam, Geheimdienstexperten und Leute, zum Beispiel Andreas von Bülow, der auch damals ein Buch geschrieben hat, der hier im Bundestag mal in der Geheimdienstaufsicht war, ein Minister war und so, der diese Branche kennt, der hat gesagt, das sind Elefantenspuren. Also wenn solche Spuren am Tatort liegen bleiben, inszeniert, dann sollen die gefunden werden. Und genau den Eindruck machten sie denn auch. Aber warum so dilettantisch? Weil es ist doch auch klar, dass niemand so dumm sein würde, sein Testament in eine Maschine mitzunehmen, die dann zerstört wird. Also hat man da nicht übertrieben, sage ich es mal. Ja, man hat noch an ein paar anderen Stellen, also dass denn zum Beispiel die Flugschreiber von den Maschinen, die in die Türme krachen, nicht auffindbar sind, angeblich kaputt, dass aber ein Ausweis eines Attentäters, den er ja in der Tasche gehabt haben muss, dass der irgendwie ein Block weiter im Schutt gefunden wird. Unverbrannt. Unverbrannt, und der ist auch im Mosai-Prozess, in einem Prozess für so einen Helfer, später sogar als Dokument vorgewiesen worden. Der Witz ist, dass wir, wie gesagt, 40 Kapitel fast in diesem Buch, jedes Einzelne müsste in einem normalen Strafverfahren, wo es um eine Aufklärung eines Verbrechens geht, würde das sofort zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens. Jeder Anwalt kriegt sofort einen Richter, der sagt, ja, dann müssen wir ja die Sache nochmal neu untersuchen. Und dieser Pass, die fehlenden Flugschreiber, dieser merkwürdige Atta-Koffer mit Spuren, wo du dich fragst, ja sag mal, wie kann man so bescheuert sein? Einerseits ein super Terrorist und andererseits so blöd, das kann doch alles gar nicht passen. Dann im Auto in Boston, wo andere dieser Hijacker mit hingefahren waren, das Auto, sie haben noch brav, obwohl sie ja doch auf Selbstmordmission jetzt gehen, haben sie ein Ticket gelöst für 2 Stunden. Und die Telefonnummer von Osama Bin Laden vergessen. Und ein Zettel da drin, und da steht Osama 735154454. Also wenn wir das in einem Drehbuch, ich schreibe ja Bücher, wenn ich das in einem Drehbuch reingeschrieben hätte und zum Redakteur sagt er, also Brückers, nicht so dick auf, also, ne? Und noch ein Koran daneben liegen, nee, also das nimmt uns doch nicht der blödeste Tatort-Zuschauer mehr ab. Mein Name ist Matthias Brückers, ich bin Autor und Journalist und ich habe mein drittes Buch über 9/11 jetzt veröffentlicht, zusammen mit Christian Walter. Es heißt 11.9., 10 Jahre danach, der Einsturz eines Lügengebäudes. Gehen wir zum Tatort zurück. Die Flugschreiber wurden nicht gefunden, vielleicht auch, weil sie vollständig zerstört wurden, obwohl wir auch noch in dieser Sendung darüber reden werden, was Flugschreiber abkönnen. Stichwort Datenrettung. Es wurden, das wissen auch nicht viele Leute, 2002 gab es ja auch einen Bericht im ZDF, es wurden ja zahlreiche normale Computerfestplatten aus dem World Trade Center nach Deutschland verbracht und dort konnten die Daten tatsächlich gerettet werden. Genau. Ich habe damals dann auch, das war so ein halbes Jahr oder so circa nach den Anschlägen, darüber geschrieben, Flugschreiber kaputt, Computerfestplatten heile. Also hier konnten Dutzende oder sogar noch Hunderte, glaube ich, von Computerfestplatten konnten dann bei Convard, bei dieser Spezialfirma Pirmasens rekonstruiert werden. Das ist auch so ein Punkt, wo du dich fragst, ein Flugschreiber ist ja konstruiert dafür, dass er eben nicht kaputt geht. Gerade bei solchen Abstürzen und Unfällen, der ist unauffindbar und kaputt. Aber ein ganz normaler PC, der da im Büro steht, den können wir rekonstruieren.
Es gibt einen Satz in diesem Buch, den ich mir immer wieder durch die Kleinhirnrinde habe gehen lassen, weil es wirklich unglaublich. Da steht nämlich, dass 15 der 19 Hijacker ihre Visa alle in Jeddah in Saudi-Arabien beim selben US-Konsulat bekommen haben. Aber es gab ja auch jemanden in diesem Konsulat, in dem US-Konsulat, der fand das nicht so richtig gut. Was ist mit dem passiert? Genau, das war Michael Springman, der schon in den 90er Jahren dort gekündigt hat, weil ihm da schon laufend, er war der Visa-Beauftragte und es wurden ihm Visa-Anträge eingereicht, wo er irgendwie befunden hat, die Leute können wir nicht reinlassen. Die sind irgendwie unter, erstmal stimmt hier alles nicht in dem Visum und zweitens mal sind die in merkwürdigen Gruppen hier engagiert. Also da habe ich große Bedenken und die CIA hat ihm gesagt, hör zu Junge, fülle jetzt mal hier dieses Visum aus, das sind unsere Leute. Also über dieses Konsulat in Jeddah wurden massenweise sogenannte Mujahedin, heilige Krieger, in die USA reingeschleust, die ja helfen sollten in Afghanistan und auch noch in Bosnien, hat ja im Übrigen die NATO mit Osama Bin Laden-Leuten noch zusammengekämpft, unsere Bundeswehr plus Osama Bin Laden gegen die Serben. Das ist so eine Schleuse der CIA gewesen. Und über dieses Konsulat kommen 15 dieser Typen. Und wenn Sie sich die Visa-Anträge angucken, die sind ja alle schön säuberlich dokumentiert, auch in dem 9/11-Report. Und keiner dieser Anträge entspricht auch nur formal den Kriterien, dann vermute ich, dass ein Mensch, Osama Bin Laden, der Chef dieser Terrorbande, der jetzt seine super ausgebildeten Top Guns nach Amerika schleust und auch ein Konsulat hat, da in China, ihr müsst da hingehen, kein Problem. Aber er lässt doch nicht die Leute dann so in so einer analphabetischen, dilettantischen Art die Visa-Anträge gleich so schlecht ausfüllen, dass die Chance, dass die überhaupt damit durchkommen, gleich null ist. Also, es waren von Anfang an Helfer für diese Hijacker da. Merkwürdig ist, dass 3 von diesen 4 Terrorpiloten, dass die bei derselben Flugschule trainiert haben. Zufall oder und wie haben die da fliegen gelernt? Was haben die da gelernt? Ja, die haben da fliegen gelernt auf kleinen Cessnas. Und Hani Hanjour zum Beispiel, der die Pentagon-Maschine geflogen haben soll, die dann ins Pentagon gekracht ist. Der hatte nicht so unbedingt Talent. Der war nicht unbedingt talentiert und hat 6 Wochen oder 4 Wochen vorher, wollte er sich nochmal eine Cessna ausleihen und bei der Firma hat seinen Flugschein, seinen Pilotenschein vorgezeigt. Die haben gesagt, ja, okay, aber bevor wir Ihnen hier das Ding leihen, eine Proberunde hier mit unserem Instructor und hinterher haben sie gesagt, sorry, nee, sie kriegen hier von uns noch nicht mal eine kleine Maschine ausgeliehen, weil sie können ja gar nicht fliegen. Und jetzt soll dieser Hani Hanjour dann ein paar Wochen später mit einer Boeing 737 ein abenteuerliches Flugmanöver durchgeführt haben. Abenteuerlich und dann 2 Meter über dem Boden mit 800 km/h das Ding in den ersten Stock des Pentagon gesteuert haben. Herr Volkers, da kommen wir gleich noch zu. Wir kommen auf ein Kapitel 18, was ein Bild nochmal in die Köpfe ruft, was glaube ich alle auch haben. Und zwar George W. Bush, der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, bekommt in einer Schule, wo er vor jungen Menschen einem Vortrag lauscht, mitgeteilt, dass America under attack ist. Wer hat ihm das gesagt und wie hat er reagiert? Sein Sicherheitsberater oder Berater Andrew Card, seine rechte Hand, kommt da rein und flüstert ihm ins Ohr, America is under attack. Und Bush bleibt ja dann erstaunlicherweise 20 Minuten dort noch in der Schule, liest mit den Kindern, 8-jährigen Mädels da, aus dem Buch Ziegengeschichten und wird hinterher gefragt, ja, jetzt nochmal vor einem halben Jahr nochmal Bush gefragt, sagt er, ja, ich wollte da die Kinder nicht erschrecken und verunsichern und so abrupt aufstehen. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, wenn man als Präsident, muss man ja immer mit allem rechnen, man kriegt ja ständig irgendwelche Messages um die Ecke, da wird einem gesagt, hör zu, Amerika wird angegriffen, was viele auch nicht wissen, es fand ja damals an der Grenze zu Alaska eine gigantische russische Militärübungsstadt mit scharfen Atomwaffen, da hätte man ja was anderes denken können, dass der auf diese Ansage, Amerika wird angegriffen, gar nichts sagt. Und das ist schlechterdings unmöglich, weil der Security Service, also der Sicherheitsdienst des Präsidenten, die Leibgarde oder wie immer wir sie nennen, die hat ja ihre ganz genauen Instruktionen. Und wenn an diesem Morgen gemeldet wird, hier sind Zivilmaschinen entführt, die unkontrolliert durch die Gegend fliegen. Wir hocken hier irgendwo in Florida in einer Volksschule, ungesichert. Warum haben die Sicherheitskräfte quasi ihren Job gar nicht gemacht?
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Sicherheitskräfte Bescheid wussten, dass nichts weiter passiert und dass nur 4 Flugzeuge und dass die 2 ins World Trade Center und so weiter. Also, und dann ist ja auch erstaunlich, was danach passiert. Nach 20 Minuten holt man ihn raus, setzt ihn ins Flugzeug. Dann nimmt man doch an, der Präsident, wenn sein Land unter Attacke ist, der fliegt doch jetzt sofort in seinen Regierungssitz und so weiter. Nee, das macht er nicht. Cheney sagt ihm, nee, bleib mal weg, ist zu gefährlich hier. Ja, er fliegt dann erst nochmal einen Moment durch die Gegend und landet dann auf einem Luftwaffenstützpunkt. Merkwürdigerweise ist an diesem Morgen auf diesem Luftwaffenstützpunkt ein Charity-Meeting. Und wer macht da gerade zufällig ein Charity-Meeting? Warren Buffett, der reichste Mann der USA, hat an diesem Morgen auf einem abgelegenen Luftwaffenstützpunkt in Nebraska noch 50 andere Milliardäre und Millionäre bestellt, weil man will da ein Charity-Breakfast machen und so weiter. Und zufällig kommt jetzt da auch noch Bush angeflogen. Er hat also sozusagen auch an diesem Morgen, sagen wir mal, die reichsten und wichtigsten Menschen, nämlich Warren Buffett und seine Investoren, da gleich noch zum Frühstück und geht denn da in den Bunker, gibt denn da auch eine Pressekonferenz. Dort ist auch ein Atomwaffenstützpunkt. Insofern ist er denn da unterirdisch auf einmal auch ziemlich richtig. Und am Abend, als er zurückkommt nach Washington, sagt er, ja, Amerika hat heute sein Pearl Harbor erlebt. Und es ist ja interessant, dass ein Jahr vor dem 11.9. eine Studie erschienen ist in einem rechten Think Tank, Project for a New American Century, in dem Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz, also alle die Leute, die dann am 11. September regieren und im Verteidigungsministerium sitzen, ein Papier geschrieben haben, wie sich Amerika im 21. Jahrhundert entwickeln muss, dass die militärische Präsenz und Expansion auf globaler Ebene nur möglich sein wird, wenn man die Bevölkerung entsprechend motiviert. Die Bevölkerung würde das nicht wollen, schreiben die Autoren, es sei denn, wir haben sowas wie ein neues Pearl Harbor. Mein Name ist Matthias Brückers. Ich bin Autor und Journalist und ich habe mein drittes Buch über 9/11 jetzt veröffentlicht, zusammen mit Christian Walter. Es heißt 11.9., 10 Jahre danach, der Einsturz eines Lügengebäudes und ist im Westend Verlag in Frankfurt erschienen. Der Autor ist ein Journalist, der, so hat es neulich ein Rezensent ausgedrückt, der die uralte journalistische Tugend des Zweifelns und des Nachfragens noch nicht über Bord geworfen hat. Es ist ja interessant, dass ein Jahr vor dem 11.9. eine Studie erschienen ist in einem rechten Think Tank, Project for a New American Century, in dem Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz, also alle die Leute, die dann am 11. September regieren und im Verteidigungsministerium sitzen, ein Papier geschrieben haben, wie sich Amerika im 21. Jahrhundert entwickeln muss, dass die militärische Präsenz und Expansion auf globaler Ebene nur möglich sein wird, wenn man die Bevölkerung entsprechend motiviert. Die Bevölkerung würde das nicht wollen, schreiben die Autoren, es sei denn, wir haben sowas wie ein neues Pearl Harbor. Und das passiert ja dann erstaunlicherweise ein Jahr später. Also genau das, was man auf seiner neokonservativen Agenda sich gewünscht hat. Die Frage, die sich ja viele stellen, die sich ein bisschen auskennen mit Abwehr, ist, warum NORAD, dieses amerikanische Abwehrsystem, vielleicht auch noch zwei Sätze, warum das denn eigentlich nicht reagiert hat. Da wurden ja vorher Vorschriften wirklich wissentlich geändert. Wer hat die geändert? Und die wurden ja danach auch wieder geändert. Wie waren die denn vorher und wie waren die damals? Das sogenannte Air Policing, also so wie man, wie die Luftwaffe und wie sozusagen die Luftraumkontrolle reagiert bei Notfällen oder so, ist international festgelegt. Normalerweise ist nach 10 Minuten, wenn ein Funkverkehr abbricht oder wenn irgendwelche anderen Unklarheiten sind zwischen Funklotse und Kapitän, wird nach 10 Minuten ein Abfangjäger hochgeschickt und fliegt in die Nähe des Flugzeuges. Das ist ja fast 2 Stunden lang am 11.9. nicht passiert. Kein Abfangjäger kam in die Nähe auch nur dieser Flugzeuge. 2 Monate vor dem 11.9. oder 3 Monate, im Juni 2001, hat Verteidigungsminister Rumsfeld die Konditionen oder die Regeln oder die Gesetze geändert, wie man
Air Policing-mäßig reagiert, wenn ein Zivilflugzeug von Terroristen entführt wird. Das brauchte dann ab Juni 2001 einen direkten Befehl des Verteidigungsministers. Also Rumsfeld persönlich musste sozusagen, okay, ihr dürft jetzt abschießen, dieses Flugzeug, was entführt ist. Rumsfeld war ja an diesem Tag stundenlang nicht zu erreichen. Er war auch nicht im Büro, er war auch am Mobiltelefon nicht zu erreichen. Das ist auch so eine Sache, also wie gesagt, wo man nur den Kopf schütteln kann. Der Rumsfeld sitzt an dem Morgen in seinem Zimmer, morgens um 8, hat ein Frühstück da mit noch so zwei Leuten. Und dann passiert der erste Anschlag. Man erwartet ihn jetzt eigentlich in der Kommandozentrale sozusagen des Verteidigungsministeriums, da taucht er aber nicht auf. Irgendwann wird dann Rumsfeld, nachdem es im Pentagon gekracht hat, wird Rumsfeld draußen auf dem Rasen gefilmt, wie er samaritermäßig da Verletzte unter, haben sie sich wehgetan? Das ist der Verteidigungsminister, ne? Das ist der Verteidigungsminister, der sich dann rührend um Verletzte kümmert. Es ist völlig grotesk, wenn man sich das heute nochmal vergewissert, dass der Mann, der sozusagen für die Landesverteidigung zuständig ist, 1,5 Stunden nicht erreichbar und dann wird er wieder gefilmt, aber auch nicht in seiner Kommandozentrale, sondern draußen auf dem Rasen, wo er sich rührend um verletzte Sekretärinnen kümmert. Wenn normalerweise eine Maschine irgendwo verschütt geht oder einfach vom Radarschirm verschwindet, kann man ja nicht jedes Mal den Rumsfeld anrufen. Das wissen die Militärs natürlich auch. Oder die Luftraumüberwachung. Wie war das denn vorher? Normalerweise hat der Pilot des Abfangjägers dann die Entscheidung darüber, ja, was er tut. Es gibt diverse Signale, wie er dem Flugzeug, was er jetzt zur Landung zwingen will, signalisieren kann, was es tun soll. Und jeder Pilot weiß auch, wenn er nicht reagiert auf diese Dinge, dann kann er ja wirklich unter Beschuss genommen werden. Rumsfeld hat diese Dinge 2 Monate vorher geändert. 2 Monate nach dem 11.09. wurden sie wieder zurückgeändert in den alten Zustand. Es gab im Jahr vor den Attacken insgesamt, ich glaube, jetzt habe die Zahl gerade nicht ganz genau, aber ich glaube, es waren 67 Fälle, dass Abfangjäger hochgeschickt wurden. Das ist eine standardisierte Prozedere. Eine völlig standardisierte Prozedere. Da sitzen ständig die Piloten dieser Abfangjäger 24 Stunden rund um die Uhr auf den entsprechenden Airbases. Ihre Maschine steht da sozusagen hier vorne mit laufendem Motor. Die Helme stehen hier auf dem Tisch und die können wie die Feuerwehrleute sofort reinspringen und losfahren. Das ist 2 Stunden lang nicht passiert. Das ist 2 Stunden lang nicht passiert. Und jeder normale Mensch fragt sich, warum. Und ich habe da auch, muss ich sagen, sehr lange dran geknabbert, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Wie soll denn es möglich sein, die gesamte Luftabwehr, auch mit einem Befehl, dass jetzt Rumsfeld den Befehl gegeben hat, also hallo Leute, am 11.09. 2 Stunden lang bleibt ihr alle am Boden. Das schien mir, also so wirkte das ganze Jahr, aber das schien mir unwahrscheinlich. Und erst 2004 kam ja raus und wurde bekannt, was passiert ist an diesem Morgen. Und ich glaube, wenn das schon ein paar Tage oder Wochen nach dem 11.09. publik geworden wäre, dann hätte kein Mensch mehr die offizielle Geschichte wirklich abgekauft. An diesem Morgen wurden über dem Luftraum von Washington und New York Manöver veranstaltet, der Air Force, die lange vorbereitet dort trainierte. Und zwar, was trainierte sie? Sie trainierte, wie reagieren wir, wenn ein ziviles Passagierflugzeug von Terroristen entführt wird und in Gebäude gelenkt werden soll. Das war die Übung. Hallo? Das war die Übung an dem Morgen? Das kann doch nicht sein. Es wird ausgerechnet an diesem Morgen, solche Übungen finden einmal im Jahr statt und jeweils mit einem anderen Thema, in Anführungsstrichen. Da wird mal, ja, vom Meer aus wird, kommt der Angriff, wie reagieren wir? Und an dem Morgen wird ausgerechnet geübt, wie reagieren wir, wenn ein Zivilflugzeug entführt wird? Aber sehr viele Übungen, die normalerweise an anderen Daten stattfinden, wurden ja auch speziell praktisch überlagernd auf den 11. September genau. Verlegt. Und dann wir haben mittlerweile 7 verschiedene militärische Übungen, die an diesem Tag oder an diesen Tagen, die dauern manchmal mehrere Tage, aber am 11. September stattfinden. Und diese Verwirrung, die entsteht bei der Luftabwehr und auch bei den zivilen Fluglotsen. Es kommt ja immer wieder das Argument, ja, aber wenn da keine Luftabwehr war, dann müssten ja alle Fluglotsen da hunderte Leute mitgespielt haben. Nein, man hat an diesem Morgen, um die militärische Übung so echt wie möglich zu simulieren, falsche Radarsignale auf die
Bildschirme der zivilen Fluglotsen in den verschiedenen Städten drauf projiziert. Wir haben das sogar dann später in den Bändern der Fluglotsen, die veröffentlicht worden sind in der New York Times, da sagen die, verdammt nochmal, jetzt stell doch mal die Simulation ab hier. Die blicken nicht durch. Das heißt, weil, sie konnten gar nicht wissen, was echt oder falsch ist. Es gibt auf den Tonbandaufzeichnungen mehrere Dialoge, wo sie sagen, ja, ist das jetzt Übung oder ist es jetzt echt? Hallo Kollegen, habt ihr denn wirklich euren Verstand an der Garderobe abgegeben, euer kritisches Bewusstsein, und fällt euch nur noch ein zu dem, was ich jetzt hier geschrieben habe, zu sagen, ach, Brocker, hast du mit deiner Verschwörungstheorie. Jeder, der das Buch liest, sieht doch, dass ich überhaupt keine Theorie habe, dass wir alles, was wir dort behaupten, gut belegen und dass wir eigentlich den Job machen, den die riesige Dokumentationsabteilung vom Spiegel und vom Stern und von der ARD und vom ZDF, die ganze journalistische, sozusagen die Top-Investigatoren, die wir doch angeblich haben, die müssen diesen Job machen. Also die Fragen, die ergeben sich automatisch aus dem Report. Ich behaupte, jeder, der sich mehr als eine Stunde mit diesen Dingen beschäftigt, der kann gar nicht mehr anders, als den 9-11-Report zu kritisieren und zu fordern, wir brauchen eine neue Untersuchung. Dieses riesige Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt und es wird damit Weltpolitik gemacht, es wird damit auch Weltkriegspolitik gemacht. Unsere Bundeswehr, muss man ja mal beiläufig erwähnen, ist wegen Herrn Bin Laden in Afghanistan. Es gibt eine Behörde in den USA, die zuständig ist für alle Satellitenbilder. Die USA haben ja hier GPS und also alle diese Satelliten, die uns Google Earth und so weiter bescheren. Diese Behörde hätte normalerweise, könnte man dort sofort alles klären eigentlich und sagen, hier, rückt mal die Satellitenbilder von diesem Morgen raus, weil da kann ich ja die Flugzeuge drauf sehen. Also die sind ja, wie wir an Google Earth, ne, da kann man ja einen Hund auf der Straße erkennen. Also die Satelliten, die da gucken, können natürlich genau den Flugweg, ne, das ist alles, müsste alles auf Fotos dokumentierbar sein. Ja, da gibt's keine Bilder bis heute. Warum nicht? Warum nicht? Weil diese Behörde an diesem Morgen zufällig eine Feuerwehrübung hatte und alle Leute aus dem Raum waren 2 Stunden lang. Das Pentagon ist das Verteidigungsministerium der USA und es ist entsprechend geschützt. Das Pentagon ist das bestgeschützteste Gebäude der Welt, weil das ist die Verteidigungszentrale der größten und einzigen Weltmacht, der USA. Und der Nordflügel des Pentagon ist in den Wochen und Monaten vor 9-11 renoviert worden und sozusagen raketensicher gemacht worden. Da wurden die Wände verstärkt, die Fenster verstärkt und so weiter. Das Irrsinnige an diesem Pentagon-Anschlag ist zum einen der Pilot Hani Hanjour, dem man ein paar Wochen vorher noch nicht mal ein Kleinflugzeug ausleihen wollte, der dann aber ein ganz erstaunliches Manöver fliegt. Mit einer 757. Mit einer riesigen Boeing, wo die Fluglotsen, die das sehen, das auch für ein Militärflugzeug halten, weil sie sagen, solche Manöver fliegt niemand mit einer zivilen Maschine mit 850 km/h, wenige Meter über dem Boden. Ist das denn physikalisch überhaupt möglich? Das ist vielleicht physikalisch möglich, aber etliche Piloten, es gibt ja diese Seite Pilots for 9-11 Truth, wo lauter Piloten, die sich das angesehen und sich damit beschäftigen, sagen, sorry, das geht nicht und schon gar nicht ein Fluganfänger kann sowas. Das ist ungefähr so, als wenn Sie jetzt gerade den Führerschein gemacht haben, bei Sixt ein Auto leihen wollen und die damit sagen, aber Le Mans gewinne. Und dann Formel 1 vor Schumacher und Vettel abschneiden. Also das ist unmöglich. Und der Witz ist jetzt noch folgender. Wenn man von Boston nach Washington fliegt und auf Washington zukommt und auf Sicht fliegen muss, weil man ja nicht mehr von den normalen Fluglotsen gelenkt wird, dann hat man als Sichtpunkt, als Orientierungspunkt den Potomac River. Der geht direkt vor dem Pentagon, schlängelt er sich lang und der Haupteingang, da wo die Minister und wo die Chefs und wo die Bosse sitzen, der ist natürlich dann auch schön vorne raus nach der Flussseite. Da kommt jetzt das Flugzeug her, sieht diesen Fluss und müsste eigentlich nur noch da reinfliegen, wenn er die Chefs treffen will. Nein, was tut das Flugzeug? Es fliegt noch 10 Minuten, weil es sich offensichtlich völlig sicher fühlt vor Abfangjägern oder sonst eine riesige Schleife und fliegt dann von hinten in das Pentagon rein, in den gerade erst gesicherten Flügel.
Dort geschieht keinem der wirklich Verantwortlichen, Rumsfeld und so weiter, irgendetwas. Die meisten, die umkommen im Pentagon, sind Handwerker, die da gerade noch die letzten Tuschestriche in dem neu renovierten Trakt machen. Und ein Büro, die Leute kommen leider alle ums Leben, und das ist das Accounting-Büro des Pentagon, die gerade einen ganz skandalösen Fall aufzuklären haben. Nämlich am Tag vor dem 11. September hat der Verteidigungsminister eine Pressekonferenz gegeben, und was er da verlautbart hat, das wäre, wenn dieser Anschlag nicht passiert wäre, dann Wochen, Monate lang ein riesiges Thema gewesen. Es geht um Schwundgeld. Es geht um Schwundgeld im Pentagon, nämlich sage und schreibe 2 Billionen, und zwar unsere Billionen, nicht die amerikanischen Dollar, die da verschwunden sind. Das ist ein Drittel des Budgets. Ein Drittel des Budgets, da gibt es keine Quittungen für, die sind, ja, da war, man weiß nicht, wo das Geld hingekommen ist. Und da wurde diese Kommission für eingesetzt, die dann zum großen Teil ums Leben kam. Einer der interessantesten Augenzeugen ist ja William Rodriguez, der Hausmeister in den World Trade Center. Der hat sogar vom Präsidenten noch einen Orden bekommen. Willy Rodriguez ist ein Puerto Ricaner, der schon 15 Jahre im World Trade Center arbeitete und der zuständig war für eines der Treppenhäuser des Nordturms. Und der trat wie üblich sehr früh, ich glaube um 7:30 seinen Dienst an, und war im Erdgeschoss in der Hausmeister-Lounge, wo sich auch seine Kollegen, da sind ja Dutzende Hausmeister in so einem Gebäude, dann irgendwie treffen, wo die Kaffeemaschine steht und wo der Schreibtisch ist und so weiter. Und er und auch seine Kollegen, die er als Zeugen anführt, hören ein merkwürdiges Rumpeln, spüren das auch im Boden. Rodriguez sagt, das fühlte sich so an, wie wenn einer schwere Möbel rückt, dass der Boden so vibriert. Plötzlich geht die Fahrstuhltür auf, des aus dem Untergeschoss kommenden Fahrstuhls, und ein Mann, der an seinen Klamotten brennt, kommt rausgerannt. Sie rufen sofort einen Notarztwagen. Und erst in dem Moment schlägt oben das Flugzeug ein. Also Rodriguez behauptet, dass einige Sekunden bevor es oben im 82. Stock dann diesen Einschlag gab, dass unten es gerumst hat im Basement des World Trade Centers. Jedenfalls kam von unten ein Mensch, der brannte. Rodriguez hat dann, war angeblich wahrscheinlich der letzte Mensch, der lebend den Nordturm verlassen hat. Er hat dann einen Orden gekriegt vom Präsidenten, weil er nur einige Treppenhäuser aufgeschlossen hat oder Gänge freigemacht hat und Menschen also befreit hat, die dann mit dem Leben davongekommen sind. 1, 2, 3 Tage nach den Anschlägen war ein CBS-Fernsehteam bei ihm zu Hause. Und er hat diese ganze Geschichte den Fernsehleuten erzählt. Und er hat sich dann gewundert, dass in den ganzen Dokumentationen zu 9/11 im Fernsehen, die wurde nie gesendet, die Doku über Rodriguez. Und er gehört eben auch zu den Whistleblowern, also zu Leuten, die am 11.9. dabei waren und Dinge... Einfach sagen, was sich ereignet hat. Und weil da auch ein gewisser Druck aus der Öffentlichkeit kam und sagte, hallo, ihr verhört da bei eurer 9/11-Kommission Kreti und Pleti irgendwelche Professoren von irgendwelchen Unis, die irgendwas über Islamismus faseln. Aber eigentliche Zeugen, Leute, die vor Ort was sagen können, Vermieter, die den Hijackern Zimmer, dann wurde Rodriguez tatsächlich nochmal, da war der Abschlussbericht quasi schon geschrieben, da hat man ihn nochmal zu einem Interview bestellt von der Kommission. Er hat dann auch ausgesagt, das, was er eben erlebt hat, aber das wird mit keiner Zeile im Abschlussbericht erwähnt. 52% der New Yorker wissen nicht, dass nicht 2 Wolkenkratzer eingestürzt sind, sondern 3. Bekannt sind natürlich diese beiden großen Türme, die in den 70ern gebaut wurden. Wie die gebaut wurden, kann man sich übrigens auch ganz schön ansehen bei diesem Film A Man on the Wire. Auch sehr schön, da sieht man, wie massiv, also dieser Franzose, der da heimlich mal hoch ist und mal ein Seil von Turm A zu B gespannt hat. Da sieht man eben auch, wie der Turm gebaut wird und wie massiv dieses Gebäude eben erstellt wurde. Diese beiden Gebäude sind ja durch Flugzeugabstürze in Brand geraten und zusammengestürzt. Das ist ja so die offizielle Version. Aber World Trade Center 7, das ist ja auch zusammengestürzt, ohne getroffen worden zu sein. Warum eigentlich? Ja, die offizielle Geschichte ist, ja, da sind Trümmer draufgefallen. Dadurch ist dann da ein Brand ausgebrochen. Und auf mehreren Stockwerken hat es gebrannt. Das sieht man auch auf Fotos. Da brennt so ein bisschen in dem World Trade Center 7. Und dann stürzt das aber
um 17.20 Uhr, glaube ich, in sich zusammen. Und als letztes Gebäude? Als letztes Gebäude dieser drei und völlig ohne Feindeinwirkung, sprich, da ist kein Flugzeug reingeflogen, da sind ein paar Trümmer drauf geflogen, um die umliegenden Häuser sind aber auch Trümmer drauf geflogen, da ist aber nichts eingestürzt. Und dieser Einsturz von World Trade Center 7, der ist aufs Höchste merkwürdig, weil das Gebäude hat 47 Stockwerke und stürzt in 10 Sekunden ein. Jetzt zählen Sie mal in 10 Sekunden bis 47. Das ist freier Fall, das ist Fallgeschwindigkeit. Es gab ja auch nach dem 11. September zahlreiche Hochhäuser in Madrid, glaube ich, eins, was über 2 Tage gebrannt hat, riesig hoch, und dann blieb einfach so ein Stahlgerüst stehen. Genau, das hätte auch dort so der Fall sein müssen. Jetzt hat das NIST dann seinen Report veröffentlicht mit dieser hanebüchenen Erklärung, warum das zusammengestürzt ist. Der Kern dieser Untersuchung ist eine Computersimulation. Jetzt haben dann Leute, die daran interessiert sind, gesagt, Leute, die Computersimulation, die würden wir mal gerne sehen. Das NIST ist, untersteht dem Handelsministerium, ist eine öffentliche Behörde. Normalerweise hat jeder Mensch, das ist mit Steuergeldern, ist diese Untersuchung gemacht worden. Jeder hat das Recht und die muss die Möglichkeit haben, die Unterlagen zu sichten. Es hat einer beantragt beim NIST, ich möchte diese Computersimulation sehen, anhand der ihr genau zeigen könnt, wie durch Thermal Expansion, durch Wärmeerweiterung ein riesiges Stahlskelett-Hochhaus zusammenstürzt. Dann kam die Auskunft vom Direktor des Instituts, ja, das könnte leider nicht veröffentlicht werden, diese Computersimulation. Das würde die nationale Sicherheit bedrohen. Ich möchte nochmal auf 2 Personen zu sprechen kommen, die gemeinsam eine Botschaft verkündet haben. Das war ja Bush und Rumsfeld. Die haben ja beide gemeinsam zeitgleich ausgesagt. Nicht vor dem Report, ne? Der Report kam zu ihnen. Warum haben die denn zeitgleich ausgesagt? Das ist völlig unüblich, dass 2 Zeugen quasi sich live absprechen. Warum haben sie das gemacht? Ja, sie haben ja noch nicht mal unter Eid aussagen müssen, sondern das war so ein Kaffeeplauderei, wo sie denn 3, 4 Kommissionäre und dann kommen da Präsident und Vizepräsident und plaudern mit denen beim Kaffee. Also, wie gesagt, Bush hat zu 9/11 noch überhaupt nie irgendetwas aussagen müssen. Das ist von vorn bis hinten dieser 9/11-Report ein Weißwasch-Report gewesen, um Schaden von der Regierung fernzuhalten und nicht um das Verbrechen zu ermitteln. Herr Bröckers, ich möchte noch mal auf den Wahnsinn am Himmel am 11. September kommen. Die meisten von uns denken, da waren 4 Maschinen, die sind irgendwo von Flughäfen gestartet, sind dann vom Radarschirm verschwunden. In Wirklichkeit, um es mal zusammenzufassen, gab es ja 7 große militärische Übungen über dem amerikanischen Luftraum. Es waren zahlreiche Maschinen, also militärische Maschinen, schon in der Luft. Zum ganzen anderen Flugverkehr. Sehr viele Maschinen wurden quasi auf dem Radarschirm künstlich als vermisst quasi da hineingestreut, um eine Übung realistisch werden zu lassen. Aber die Täter selber in den Maschinen, die haben ja wunderbar miteinander kommuniziert. Also diejenigen, die die Maschinen hätten finden sollen, also die Profis, die haben es irgendwie nicht hinbekommen da, aber die Täter selber haben super miteinander gesprochen. Könntest du mal aufklären? Wir haben ja in dem einen Kapitel diese Timelines der einzelnen Maschinen. Was ist wann passiert? Wann verschwinden die vom Radarschirm? Wann schalten die ihre Transponder aus und wann macht wer was, da festgestellt, verdammt nochmal, die müssen irgendwie untereinander Funk gehabt haben. Also haben die per Handy telefoniert, also wie haben die das hingekriegt? Was haben die denn hingekriegt? Ja, die haben hingekriegt, ihre Operation sozusagen genau zu koordinieren. Die haben in denselben Momenten ihre Transponder ein- und ausgeschaltet. Das ist quasi so eine Autonummer des Flugzeugs. Die Autonummer des Flugzeugs, die automatisch immer gesendet wird. Da gibt es auf dem Radarschirm der USA bestimmte schwarze Löcher, wo dann überhaupt gar nichts zu sehen ist. Also die fliegen quasi diese schwarzen Löcher an und zwar zeitgleich zur selben Zeit wechseln die dann. So. Und all das schürt stark den Verdacht, dass diese Hijacker, die ohnehin kaum fliegen konnten, dass die nicht am Steuerknüppel dieser Maschinen saßen. Sondern diese Maschinen höchstwahrscheinlich, das ist aber jetzt eine Vermutung, da kann ich keinen Beweis für anbringen, aber das müsste eine neue Untersuchung verdammt nochmal herausbringen, dass die Maschinen ferngesteuert wurden. Und zwar von den Flugzeugen, die ja auch, obwohl schon lange eigentlich Flugverbot war, über dem Pentagon oder so noch gesichtet wurden,
so große, weiße, viermotorige Maschinen. Fliegende Kommandostände. Das sind fliegende Kommandostände, das sind voll mit Elektronik gestopfte Maschinen. Und die wurden ja nicht nur von einigen gesehen, sie wurden von vielen gesehen, sie wurden ja auf CNN auch gezeigt. Sie wurden auch im Fernsehen gezeigt. Es gibt sogar eine Dokumentation, The Mystery Plane. Hallo, was hat denn genau dieses Flugzeug, wo schon seit einer Stunde keiner mehr fliegen darf über Washington, was hat denn das da noch zu suchen? Ja? Aber taucht denn dieses Flugzeug, taucht es denn in dem Commission Report auf? Natürlich nicht. Wenn man sich die Geschichte dieser Luftmanöver an dem Morgen anschaut, dann sollte man ja davon ausgehen, na oh, das hat aber jetzt die 9-11-Kommission ja haarklein untersucht. Es taucht in einer Fußnote auf. Irgendwo ganz hinten im Kleingedruckten steht, ja, an diesem Morgen haben Manöver stattgefunden, aber sie hatten auf die Luftabwehr und auf die Ereignisse an dem Morgen keinen Einfluss. Also das wird zugegeben, gleichzeitig wird gesagt, hat keinen Einfluss.